Liebe Weltenbummler, egal wie es Jahr war, ob gut oder schlecht, es lohnt sich, aufs Ende hin noch ein paar entspannende Tage einzuschalten, ein bisschen Wellness und die positive Energie übernehmen ins neue Jahr. Ich mache das jedenfalls amix so. Und dieses Jahr geht es jetzt zuerst mal zwei Tage ins Salzkammergut auf St. Wolfgang und nachher dann noch zwei Tage auf Wien. So komme ich auch wieder meinem Ziel ein bisschen näher, nämlich bis 40 Mal jede europäische Hauptstadt besucht zu haben. Mal schauen, wie es ist. Mehr gibt es später. Wir sind heute Morgen bei schönstem Wetter in St. Wolfgang losgefahren, Richtung Wien. Nach 3 Stunden sind wir hier angekommen. Immer noch top Wetter, also perfekt zum Silvester draussen feiern. Wir sind im Motel One im Wiener Prater, also wirklich super Lage. Und auch hier wieder geniales Preis-Leistungs-Verhältnis wie schon in Nürnberg. Die Geister warten auf euch. Auch du. Die einen Touristen haben hier offensichtlich versucht, Mozartkugeln auszupacken, weil die hier so rumliegen, und haben dann nur eine Styroporkugel gefunden. Tja, so läuft das halt.